Hallo ihr Lieben, es ist Sonntag, kurz vor 15 Uhr und ich habe mir überlegt, dass ich hier an den schönen Teich beim Ashram mit dem Fahrrad hinfahre und hier picknicke. Ja, und auch noch ein bisschen an meinen Sachen weiter häkel. Ja, habt ihr sicher eben gehört, das frische Quaken, ne? Voll cool. Ja, es ist total warm. Mir ist schon zu warm. Ja, aber lieber zu warm als zu kühl, ne? Das ist ein spontanes Video. Hier siehst du mein Fahrrad. Hier habe ich eine schöne Bank gefunden, mitten in der Sonne. Jetzt bin ich allerdings am Überlegen, ob ich wirklich hier bleibe. Da drüben hätte es noch eine im Schatten. Mal sehen. Zur Not kann ich meine Socken und Schuhe ausziehen. Ich glaube, das mache ich jetzt auch gleich mal. Und barfuß gehen. Ja, ich habe ein bisschen was mitgenommen. Also noch wärmere Klamotten, falls es noch kühler wird. Und mein Vespa. Rausholen. So, das ist einmal mein bunter Salat. Da ist drin Mais, gelbe Paprika, Möhren, Radieschen, Selleriewurzel, eine Zwiebel. Frische und getrocknete Petersilie und frisches Basilikum, Tomaten und Gerstengrauben. Die esse ich in letzter Zeit sehr gerne. Die bekomme ich immer in dem türkischen Obst- und Gemüseladen. Da habe ich eine riesen Portion von gemacht. Der Rest ist in der Küche, in der Gemeinschaftsküche. Und mein Mitbewohner von unten, vom unteren Stockwerk, bekommt da auch was von. Ja, in letzter Zeit koche ich meistens für uns beide. Ja, da freut er sich immer drüber. Klar. Und dazu knabber ich dann noch frisch gewaschenen Rucola. Den mag ich so gerne. So, ich habe jetzt mittlerweile die Schuhe und Strümpfe aus. Die Legging habe ich auch ausgezogen. Boah, mir ist immer noch zu warm. Ja, ich glaube, ich verziehe mich auf die Bank da hinten. So schön, die kleinen Blümchen hier. Schau mal, wie herzig. Und auch diese hier. Schön, ne? Oh, ist das schön. Das erste Mal, oder? Nee, das zweite Mal. Ich glaube, ich bin schon einmal bin ich schon barfuß gelaufen hier an einem Tag, als es auch so warm war. Ja, jetzt ist eine Wolke. Vor der Sonne. Hätte ich doch hier bleiben können. Egal. So. Nehme ich dich mal mit, ne? Ja, weil ich fand gerade den Blick von hier so schön mit den Seerosenblättern. Und bei der Bank ist es jetzt doch sehr schattig, dann wird es wahrscheinlich wieder zu kühl. Auch das erinnert mich wieder mal an La Gomera. Da war das nämlich auch immer so. In der Sonne war es zu warm und im Schatten war es zu kühl. Oh ja, und der Boden ist auch sehr kühl hier. Um nicht zu sagen kalt. Ja, dann gehe ich doch wieder zu der Bank zurück. Jetzt bin ich wieder in der Sonne. Die Woche Videopause hat mir wieder mal sehr gut getan. Und ich bin echt froh, dass ich das für mich so eingeführt habe. Ja, ich habe noch was dabei, das möchte ich dir gerne zeigen. Und zwar meine Wolle.
Ja. Moment. Das hier ist ja das Stirnband. Da hatte ich jetzt noch nicht dran weiter gehäkelt. Ich wollte es ja eigentlich noch länger häkeln. Und dann hat mir eine von euch gesagt, das soll ich nicht machen, weil das eh noch ausleiert. Ja, und in den letzten 2,5 Wochen ging es mir eigentlich täglich anders. Oder fast täglich. Sehr, sehr müde und sehr viele Schmerzen. Und deswegen habe ich nicht weitergemacht. Aber auch noch aus anderen Gründen. Weil ich mir auch nicht schlüssig war, was ich da dran nähe. Meine ältere Schwester hatte mir ja verschiedenen Schmuck geschickt dafür und auch Muscheln, aber die Muscheln sind zu groß und zu schwer. Das würde nicht passen. Deswegen habe ich überlegt, ich warte einfach mal ab. Vielleicht schenkt mir ja das Universum irgendwie was. Und so kam es dann auch. Ich wurde fündig. Draußen habe ich einen, also verschiedene Übertöpfe gefunden zu verschenken. Und einer ist aus Glas und da drumherum sind helllilane Perlen auf Schnüren drauf, auf dünnen. Ja, hatte ich erst überlegt, dann nähe ich einfach rechts und links, verziehe ich das mit diesen Perlen. Dann 2-3 Tage später wurde mir noch was gebracht, auch zu verschenken. Und da war einmal das hier mit dabei. Das ist aus Filz mit einer Sicherheitsnadel hinten dran. Das finde ich total herzig, das Röschen. Und dann das hier noch. Das finde ich auch total schön. Ist auch mit einer Sicherheitsnadel drunter. Und da habe ich mir überlegt, dann könnte ich ja einfach das dran machen. Da brauche ich noch nicht mal festnähen. An einer Seite dann das und auf der anderen Seite die Rose. Nur die Rose ist halt ein bisschen sehr hoch. Mal sehen. Aber auf jeden Fall würde mir das auch sehr gut gefallen. Ja, mal schauen. Mit meinem Rock, also den Bund meines Rocks, den... Oh, ich gehe mal eben kurz in den Schatten. Ist echt warm. Ja, den Bund meines Rocks, den hatte ich am Anfang deutlich zu kurz gehäkelt, obwohl ich ihn abgemessen hatte. Und sogar ein bisschen zu lang, also gehäkelt hatte, bewusst. Ja, weil kürzen kann man immer wieder. Und ja, der war dann trotzdem noch deutlich zu kurz. Deswegen habe ich das dann nochmal alles aufgetrennt und habe es dann einiges länger gehäkelt. Und jetzt ist es deutlich zu lang. Da habe ich dann überlegt, was könnte ich jetzt machen? Und dann fiel mir irgendwann was ein. Und probiere ich so, dass ich das, was zu lang ist, einfach als gehäkelten Gürtel nehme sozusagen. Ja, dann kann ich mir den auch enger binden, falls er zu locker ist. Und nähe daran einfach weiter, nach unten sozusagen. Und das dann, ja, etwas enger. Genau. So habe ich das bis jetzt gemacht. Schauen wir mal. Ja, ich habe ja auch keine Vorlage und möchte auch keine Vorlage. Deswegen ist das nicht so einfach. Ich mache das ja zum ersten Mal. Ne? Ja, und außerdem habe ich ja auch Zeit. Es drängt mich ja keiner. Und jo, ich stress mich damit nicht. Und häkel gemütlich weiter und schau mal, was sich ergibt aus meinem selbst gehäkelten Rockverschnitt. Jo, das mal dazu. Ne? Ja, jetzt genieße ich das hier noch ein bisschen. Ich wollte euch einfach auch einfach ein kleines Hallo schicken nach der Vlogpause. Und ja, hoffe, euch ist es gut ergangen in dieser Woche. Mir geht es jetzt seit ein paar Tagen deutlich besser. Warum, erfährst du in einem der nächsten Vlogs. Ja, ja, wie gesagt, ich genieße jetzt hier noch die Sonne, werde gleich mal meinen leckeren Salat essen und danach dann ein bisschen, wahrscheinlich ein bisschen weiter häkeln. Ja, und einfach
das Sein hier genießen, den Moment. Genau. Ich hoffe, du hast auch heute so schönes Wetter oder so sonniges Wetter. Das Wetter ist ja immer schön. Ja. Dann danke ich dir fürs Zuschauen. Freue mich, wenn du beim nächsten Vlog wieder mit dabei bist. Wünsche dir alles Liebe. Und sag mal, bis zum nächsten Video.